Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben. Herzlich willkommen zurück. Es ist schon wieder Ende des Monats. Ich fasse es nicht, die Zeit rennt einfach viel zu krass. Und das heißt, wir haben schon wieder Monatsfavoriten. Die möchte ich euch heute zeigen. Und wenn ihr wissen wollt, was ich diesen Monat alles geshoppt habe und was mir unglaublich gut gefallen hat, dann bleibt einfach dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Dass ich gerade schon das komplette Video gedreht habe und nicht gedreht habe. Also ich habe euch alle Produkte schon gezeigt und egal, wir fangen einfach nochmal von vorne an. Wie gesagt, das ist ein Video, ich habe das vorgedreht, ich bin ja gerade im Urlaub und ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich irgendwie, ja, nicht genug für euch da habe. Einfach, dass ihr ein bisschen Content bekommt, während ich in der Sonne liege und meinen Ranzen bräune. Dachte ich, ich setze mich hin, filme ein bisschen für euch vorher ab und zeige euch meine Monatsfavoriten, weil in der nächsten Woche werde ich eh nichts mehr kaufen, was ich so gut finden kann, dass ich es dann in dieses Video nehmen würde. Und wenn nicht, dann nehme ich es ins nächste Video im... Oh Gott, wir haben ja schon Ende April. Oh mein Gott, die Zeit vergeht so schnell. Deswegen möchte ich gar nicht so lange quatschen. Wir legen auch gleich los. Ich hatte euch ein extra Video zu diesem Isana Wasserspray gemacht. Das ist der Shit. Das benutze ich jeden Tag, um mein Make-up zu fixieren. Oder aber auch gerade im Urlaub, und das kann ich jetzt schon im Voraus sagen, als, ja, so Erfrischer. Ich gebe mir das einfach komplett über den ganzen Körper und dadurch, dass ihr dann so ein bisschen das Gefühl von Schwitzen habt, aber nicht mit Schweiß, sondern halt mit Wasser und Glycerin, settet euer Make-up und das verdunstet und euer Körper kühlt ein bisschen ab. Ganz, ganz große Empfehlung von diesem Spray von mir an euch, wenn das irgendwie Sinn gemacht hat. Ist ein ganz, ganz tolles Produkt, kostet 1,99 glaube ich, und lohnt sich auf jeden Fall. Dann habe ich euch in einem, ich glaube, ich habe es euch schon in einem Video gezeigt, ich bin mir noch nicht sicher, welches zuerst kommt, dieses Isana Spray. Das ist ein Body Lotion Spray und finde ich ein bisschen irreführend. Also es ist halt Wasser, Aloe Vera und ja, was Feuchtigkeitsspendendes mit drin. Und das gebe ich mir im Moment jeden Tag auf den gesamten Körper nach dem Duschen. Einfach, ihr seht hier, ich habe hier voll den Sonnenbrand bekommen und normalerweise kriege ich nie Sonnenbrand. Das lässt eure Haut einfach so ein bisschen beruhigen. Aloe Vera ist eh Entzündungshemd. Und ich benutze das im Moment auch als Make-up-Grundlage. Ich creme mein Gesicht immer erst mit dieser Creme ein. Die ist von Balea. Da komme ich aber gleich zu. Lasse das einziehen. Dann gehe ich mit diesem Spray rüber. Das settet die Creme nochmal so ein bisschen und legt sich wie so ein ganz, ganz feiner Primerfilm auf eure Haut und versorgt die Haut nochmal mit Feuchtigkeit. Das empfehle ich euch, wenn ihr trockene Haut habt. Ich habe extrem trockene Haut im Moment. Ich weiß nicht warum, aber das ist super, super gut. Also das kann ich euch wärmstens empfehlen. Kostet 1,99 und ist auch, glaube ich, ganz, ganz neu in Rossmann eingezogen. Dann habe ich ihr eben schon diese Creme gezeigt. Die ist von Balea, die Porenfein 24-Stunden-Pflege. Ich bin der Meinung, dass ich sie von Sarah habe. Sarah ist eine Instagramerin. Ich verlinke ihren Instagram-Account unten in der Infobox. Schaut da unbedingt vorbei. Sie ist so krass. Sie hat die krassesten Angebote für euch. Sie geht in Rossmann, in DM, überall hin. Sie suchtet alle Sachen und zeigt euch, wo ihr richtig Geld sparen könnt. Ich meine, dass sie mir das vorgeschlagen hat und ich liebe diese Creme. Die gebe ich auch als Primer in mein Gesicht, einfach damit ich so ein bisschen, ja, meine Haut trotzdem nochmal mit Feuchtigkeit zusätzlich versorge. Da ist aber auch Fruchtsäure drin und das mattiert so ein bisschen vorneweg schon und minimiert die Poren und finde ich ganz gut auch als Primer-Ersatz. Dann möchte ich euch ein Produkt vorstellen, was ich zugeschickt bekommen habe. Das ist von Vreen, das Skin Plus. Da sind 60 Kapseln drin und ihr habt es gesehen in den letzten Videos, ich habe unendlich schlechte Haut bekommen. Und das ist so eine Art Kur, die macht ihr ungefähr 30 Tage. Also da sind 60 Kapseln drin, morgens und abends eine, obviously. Und meine Haut hat sich so krass verbessert. Ohne Witz, Freunde, ich verlinke euch deren Instagram-Account auch einmal unten. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Meine Haut hat es echt gerettet. Vor allem in der Zeit, als ich jeden Tag ein Video hochgeladen habe und mich manchmal am Tag 4-5 Mal neu und abgeschminkt habe, habe ich meine Haut einfach völlig überreizt. Da ist Biotin drin, das ist gut für eure Nägel, das ist gut für eure Haare und ihr könnt damit eigentlich nichts falsch machen. Also das kann ich euch wärmstens empfehlen. Ich verlinke euch, wie gesagt, einmal unten alles in der Infobox. Und das ist auf jeden Fall mein Monatsfavorit im Monat April, weil es mir einfach echt die Haut gerettet hat. Dann hattet ihr in einem Video ja schon die Limited Edition von Essence gesehen. Das war die Adventure Advates Limited Edition. Und ich habe in den letzten Tagen die Produkte nochmal mehrmals ausgetestet und sie sind super gut. Ich bin der Meinung, dass ihr die Produkte auf jeden Fall noch bekommt. Unter anderem einmal dieses Highlighting Blotting Paper. Das ist richtig gut. Ihr gebt euch das einfach hier so ein bisschen auf die Wangen und habt so einen ganz, ganz leichten Schein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das extrem viel Produkt auf so einem kleinen, dünnen Papier hat und ihr damit echt gut zurechtkommt. Kleines Manko an dem Ding ist, ich meine, es ist halt
Müllproduktion. Ich bin nicht sicher, ob das halt nur Papier ist und ob man das kompostieren kann. Also, wenn man das auf dem Umweltaspekt betrachtet, ist es eigentlich nichts. Produktmäßig aber sehr, sehr gut. Genauso wie dieses Produkt hier, das ist dieser Bronzing Stick. Den habe ich auch heute drauf und ich finde den eigentlich ganz schön. Der ist recht kühl, den kann man als Konturstick eher verwenden, finde ich. Ich swatche euch einmal kurz. Der sieht so aus. Auf meiner Hand, finde ich, sieht er ein bisschen wärmer aus, als er eigentlich ist. Aber der ist ganz gut und den könnt ihr euch auf jeden Fall holen. Aber es gibt ein Produkt aus der Limited Edition, was der Shit ist. Das ist mein absoluter Lieblingsbronzer. Der hat alle Bronzer von mir abgelöst. Das ist dieser hier. Das Pressing ist so wunderschön. Und das ist auch der aus der Adventure Awaits Limited Edition. Der Jumbo Bronzer. Ihr habt halt 20 Gramm Produkt und das ist echt viel. Ich gucke mal, ich vergleiche das mal mit meinem Rival de Loup Bronzer. Da habt ihr 11 Gramm Produkt. Also ich meine, ihr habt fast das Doppelte drin. Preislich lag der, glaube ich, bei 2,45. Also ich glaube sogar genauso viel wie der hier. Und der ist richtig schön. Allein das Pressing ist schön und ich finde ihn farblich auch wunderbar. Er hat halt diese beiden Farben und das ist auch ganz gut, falls ihr ein bisschen heller seid oder falls ihr dunkler seid, dann könnt ihr einfach selber so ein bisschen die Stärke oder die Intensität des Bronzers an eurer Haut anpassen. Bleiben wir gleich bei einem Bronzer. Ich habe hier einmal den Chocolate Bronzer in dieser losen Form. Freunde, ihr habt es alle gesehen, dieses Video. Er schmeckt nicht nur himmlisch, sondern er ist auch sehr, sehr gut. Ihr müsst da ein bisschen aufpassen, dass er einfach nicht fleckig wird. Also pudert euer Gesicht richtig, richtig gut ab, dass keine Feuchtigkeit mehr auf eurer Haut ist, weil sonst greift er schnell an diesen feuchten Stellen im Gesicht und wird fleckig. Ansonsten, oh Gott, ich möchte schon wieder naschen. Der ist super gut und ich empfehle euch nicht, den zu essen. Das ist nicht gesund, aber er ist ein tolles Produkt. Aber es ist ein wunderbares Produkt, kann ich euch also auch empfehlen. Werde ich auf jeden Fall aufbrauchen. Mit dem nächsten Produkt habe ich mich so ein bisschen schwer getan. Das ist die Nivea Hyaluron Cellular Filler Foundation in der Farbe 02 bzw. Medium. Ich habe sie doch öfter benutzt, als ich eigentlich am Anfang dachte und sie pflegt meine Haut sehr, sehr gut. Da ist halt Pflege drin und ich. Normalerweise, wenn ich Make-up kaufe, dann geht es nicht so um die Pflege, sondern halt einfach um den Make-up-Effekt. Aber ich bin halt auch noch recht jung und ich glaube, für Leute mit einer etwas älteren Haut, die wirklich auf Pflege Wert legen und nur eine ganz, ganz feine Deckkraft haben wollen, dann ist das eine gute Sache. Für den Preis schwierig, aber es ist okay. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ich werde auch das auf jeden Fall aufbrauchen, damit es einfach weg ist und ich nicht die 17 Euro verschwendet habe. Aber ich habe gesehen, ihr habt das Video auch alle gesehen und es war ein ziemlich cooles Produkt. Und ich verlinke euch das auch alles einmal da in dieser Ecke. Als nächstes kommen wir zu meinem. Also ich glaube, das ist mein absolutes Lieblingsprodukt aus diesem Monat. Das ist der Crushed Foil Highlighter von L'Oréal Paris aus einer Limited Edition. Das ist der Shit. Ich habe ihn heute drauf, ihr könnt sehen, der passt zu meiner Hautfarbe perfekt. Ich habe viele Highlighter und das werdet ihr auch in einer anderen Videoreihe nochmal sehen. Aber das ist der schönste Highlighter. Schaut euch das bitte an. Ich swatche es euch auch nochmal. Das ist einfach viel zu krass. Er ist butterweich, er ist wunderschön. Er lässt die Haut nicht gröber aussehen, als sie ist. Ich finde, ja, dazu muss ich eigentlich nicht sagen, oder? Also liebe ich, liebe ich, liebe ich. Und dann kommen wir zu meinem letzten Produkt. Und ich weiß nicht, ob ich das im März-Favoriten schon drin hatte. Aber das ist das Coty Airspun Puder in Naturally Neutral, glaube ich. Genau. Das ist mein absolutes Lieblingspuder. Und ich erkläre euch auch gerne nochmal, warum. Ich benutze es einmal zum Baken. Und ich nehme dann diese Puderquaste, die hier mit dabei ist, rein. Und drücke das wirklich komplett auf meine Concealerstellen. Und dann nehme ich den Rest, der hier drin ist, und klopfe den wirklich komplett über mein gesamtes Gesicht ein und presse das wirklich rein. Und ihr seht danach aus wie eine Nebelscheuche, aber es ist eine super gute Sache. Vor allen Dingen jetzt, wenn es heiß ist, das Make-up hält den ganzen Tag. Ich schwöre euch, es hält den ganzen Tag. Ihr seht nicht puderig aus, ihr müsst aber auch nicht nachpudern. Es ist der Shit. Und viele von euch hatten mich auch gefragt, ob es funktioniert, wenn ihr hell seid. Ja, es funktioniert vor allen Dingen sehr, sehr gut, wenn ihr hell seid. Ich glaube, wenn ihr dunkler als ich seid, wird es schwierig. Zumindest in der Farbe, weil mich macht das auch ein bisschen heller. Aber es hat so ein bisschen Deckkraft und das ist so fein gemahlen, das ist so toll. Den Amazon-Link, der steht unten in der Infobox. Ich glaube, ich werde ihn auch permanent mit in die Infobox nehmen, damit ich das auch nicht immer sagen muss, dass es in der Infobox steht. Aber auch, weil ich es so, so liebe, dieses Puder. Und ich glaube auch, dass ihr es lieben werdet.
Ich sag's nochmal an dieser Stelle, es riecht ein bisschen stark nach Oma, nach alter Frau. Aber wenn ich das Puder offen lasse, und ich lasse es eigentlich im Moment immer offen liegen, dann verfliegt der Geruch so ein bisschen und das ist dann nicht mehr ganz so schlimm. Mich stört's nicht. Ich finde den Geruch mittlerweile sogar ziemlich gut. Und Team Geruchsmaus und Team Günzmaus ist wieder am Start. Für den Preis, ich glaube, das waren mit Versand 8 Euro oder 9 Euro von Amazon. Ihr bekommt 65 Gramm Produkt und das kriegt ihr in Deutschland in keiner Drogerie. So viel Produkt mit so viel Qualität, so viel Mattierung und so viel. Also es ist ein wirklich tolles Produkt und ich liebe es und ich könnte die stundenlang hier drüber sprechen. Ich würde das am liebsten mit ins Bett gehen, damit ich mit dem kuscheln kann, was ist mein absoluter Favorite diesen Monat. Beziehungsweise das hier. Ja, und ich glaube, das war es tatsächlich schon. Das war in diesem Monat weniger Make-up, eher so ein bisschen Skincare, beziehungsweise so Sprays. Und auch diese Kapseln von Vrien sind wirklich toll gewesen. Sie haben mich gerettet. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was eure Monatsfavoriten waren. Das würde mich natürlich interessieren, einfach damit ich weiß, ob wir irgendwie vielleicht dieselben Produkte haben oder ob ich euch mit irgendwas angefixt habe. Das würde mich generell mehr interessieren, weil viele von euch schreiben mir immer in die Kommentare, oh mein Gott, ich renne jetzt sofort zu DM und muss das kaufen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich diesen Monat von meinen Produkten, die ich euch hier vorgestellt habe oder generell im Laufe des Monats vorgestellt habe, nachgekauft habt und wie zufrieden ihr damit seid. Und ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und falls ihr hier neu seid, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Das könnt ihr da unten. Und ich sage es nochmal an dieser Stelle. Ich glaube, es ist das letzte Mal, dass ich es gesagt habe, weil ihr habt es tausendmal schon gehört. Wenn ihr die Glocke aktiviert, solltet ihr eigentlich eine Benachrichtigung kriegen. Viele von euch hatten mir gesagt, dass das irgendwie doch nicht so funktioniert. Aber probiert es einfach aus, drückt einfach die Glocke, abonniert meinen Kanal und dann solltet ihr eigentlich nichts verpassen. Das würde mich freuen und ich würde sagen, passt auf euch auf. Ich bin bald wieder da und dann gibt es noch viel, viel mehr Videos und ich habe richtig viele Projekte in der nächsten Zeit für euch geplant. Also schön aufmerksam sein. Folgt mir auf Instagram, da nehme ich euch überall mit hin und wir sehen uns beim nächsten Mal.